Ihr habt Glück, es ist immer noch Kaffee übrig, also werden wir auch noch einen Durchgang Limbo zocken. Ja, ist jetzt meine dritte Episode sozusagen hintereinander, für euch das dritte Video. Und wir sind hier gelandet, auf irgendeinem Dach, wie es mir scheint. Ich bin gerade so auf Dachziegeln gerutscht und da links kam ich nicht runter. Da rechts sind so Nägel in der Wand. Achso, und hier an dieser Dachrinne kann ich auf jeden Fall lang klettern. Wenn auch nur... ja. Das war nicht so clever. Wenn auch nur über einen begrenzten Zeitraum. Also versuchen wir es nochmal hier hochklettern. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn man hier ganz hochklettert. Das ist ja noch kein Problem, ne? Da komme ich ja... okay, ja, das war chillig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Also hier kann ich runterklettern. Das ist doch meine Leuchtschrift. Weiß ich nicht, ob man das berühren darf oder ob man einen Schlag bekommt. Man muss ja doch immer ein bisschen vorsichtig sein hier bei diesem Spiel. Da ist ein Schalter, da muss ich gleich hin. Aber hier kann ich nicht drüber springen. Da bin ich mir sehr sicher. Ah, hier werden wir auch nicht klettern können. Ich werde erstmal versuchen, auf das Haar zu springen. Also mein Plan ist so ein bisschen, dass die Leuchtschrift abstürzt und ich dann über dieses Loch springen kann. Uiuiui. Ui, ui. Das sah nicht gut aus. Von der Seite kriege ich nicht. Ich spring nochmal. Ach, warte mal. Ich warte, bis es aus ist. Boah. Ah, da hat man nicht viel Zeit. So. Das hätte wahrscheinlich gereicht schon an Zeit. Eins. Oh. Heftig. Das ist richtig heftig. So, direkt los. Nee. Gut, aber das ist auf jeden Fall die Strategie. Ich weiß nur echt überhaupt nicht. Ich brauche zu lange. Oh, und jetzt springe ich. Hoch und... boah. Wie wenig Zeit ist das bitte? So, das dreht sich, das O. Kann ich das ankurbeln? Das wird schneller. Das T soll ja bitte ganz abstürzen. Ich meine, ich kann da auch mal drauf rumspringen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, das ist hier nur ein Gimmick. Ich hasse so Gimmicks, die letztendlich nichts bewirken, aber man ist da stundenlang mit beschäftigt, weil man irgendwie denkt, das wäre noch zu irgendwas gut. Ja. Das bringt auch nichts, das Springen. Und aufs E darf ich auf keinen Fall draufklettern. Sonst käme ich ja zu diesem Schalter da unten. Was ja cool wäre. Nee, aber... ah, vielleicht drehe ich doch nochmal am O. Ist das schneller, wenn ich hüpfe? Kann natürlich auch sein, dass ich in die andere Richtung... drehen muss. Aber was auch immer ein gutes Signal ist, ist, wenn die Bewegungen auch mit Geräuschen unterstützt werden. Das ist hier definitiv der Fall. Das knarzt, wenn ich das O hier drehe, und das kann schon bedeuten, dass sich das auch am Ende lohnen wird. Okay, das war's. Ach, bin ich blöd. Ah, es war doch nur ein Gimmick. Tada. Ich hab dieses blöde Band nicht gesehen. So, und wieder zurück wahrscheinlich.
Nein! Meine Güte, warum muss ich das auch immer so spannend machen? So. Gott, und ich drehe da an diesem O und werd verrückt dabei. So. Ich bin, glaube ich, manchmal von meinen Ideen so begeistert, dass ich denke, das muss stimmen. Es gibt übrigens noch ein anderes Phänomen. So, ich kletter hier gerade über die Leuchtschrift. Das müsst ihr nicht sehen. Doch, müsst ihr sehen, weil dieses L sich hier auch so cool bewegt. Ich wollte irgendwas sagen. Vergessen was. Jetzt muss ich hier erstmal. Ich glaube nicht, dass dieser Pfeil wirklich zu was gut ist. Außer, dass es da halt abwärts geht und in den Abgrund führt. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Was ganz Wichtiges wollte ich loswerden. Genau, manchmal ist man von seinen eigenen Ideen so begeistert, dass man denkt, es muss stimmen. Na, geht's hier weiter? Okay. Ist aber schnell. Und ich habe das auch ganz oft, wenn zum Beispiel was an meinem Computer fehlerhaft ist, dass ich dann ins nächstbeste Forum gehe. Da wird dann irgendwas diagnostiziert und ich bin mir dann hundertprozentig sicher, weil mir die Idee so gut gefällt, dass mein Rechner ja auch genau das haben muss. Ich glaube auch, das ist für Ärzte ein Riesenproblem, weil die Patienten da ankommen und sich im Internet schon mal schlau gemacht haben, was es denn für eine Krankheit sein könnte. Ich würde es genauso machen, wenn ich irgendwelche Symptome aufweise, würde ich auch erstmal im Netz gucken und dann schon total sicher bin, sind, was sie haben, und der Arzt kann dann im Prinzip sagen, was er will. Der Patient ist da erstmal nicht von seinen Gedanken wegzukriegen, weil diese Patienten sich schon so unheimlich mit dieser Idee angefreundet haben. Ja, ja, so hängt alles zusammen. Ich prüfe gerade mal, ob ich hier das Dach zum Einsturz bringen kann. Schönes Dach. Das Ganze hier, dieses ganze Spiel würde auch so ein bisschen im Setting von Jurassic Park funktionieren. Da gibt es ja doch auch, zumindest weil ich habe das nicht mehr ganz so verfolgt. 1 bis 3 habe ich geguckt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie bis 10 ging dann. Ich glaube aber nicht, ne? 4 gab es vielleicht noch. Bisschen Glück. Auf jeden Fall gibt es auch diese verlassenen Hotels und so, total coole coole Szenerie. Also keine Ahnung, diese Leiter kriege ich hier nicht weg. Also ich kann da natürlich... Ach, schon wieder eine Idee, die mir unfassbar gut gefällt. So, bleibt das da stehen? Das wäre schon gut, wenn das da stehen bleiben würde. Ah, ich habe noch eine Idee. Meine Güte, was habe ich für geile Ideen. So, hochklettern. Achtung, jetzt schaut zu und lernt. Ha! Boah! Habe ich schon einen Daumen gemacht? Glaub nicht, ne? So, wie kriege ich das jetzt in Schwung? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt nicht an dieses Seil da komme. Okay, okay. Hervorragend. Ich gucke erstmal links. Hier ist nämlich eine ganze Menge. Dann gucke ich einmal rechts. Ach nee, nicht schon wieder so ein Teil. Muss ich mir das abholen? Ja, natürlich muss ich mir das abholen. Ich brauche es gar nicht erst ohne versuchen. Dann mach bitte schnell. Und tot. Ja, keine Ahnung. Also hier komme ich ja... Also ich muss wahrscheinlich später irgendwie in die rechte Richtung gehen. Ich muss halt nur jetzt vorher dieses Teil loswerden, damit ich da halt unbeschadet auch lang kann. So, und wie geht denn das jetzt hier? Kann aber auch sein, dass ich das erst abreißen muss. Ja. Ich gehe erstmal nach links und guck mal, ob ich da noch in bewusstem Zustand irgendwas reißen kann. Ja, klar. Ich kann erstmal Abstand nehmen. So, war das alles?
Ja, ich nehme mal an, dass ich gleich an dieses Seil dann mit diesem... mit dieser Larve dann wieder gehen muss. Also erstmal Platz schaffen. Ja, danke, das ist die richtige Richtung. So, und dann wollen wir mal sehen. Ah ja, da ist ja schon das Sonnenlicht. Okay. Ja, für irgendwas wird das sicherlich gut sein. Doch, so ist, glaube ich, schon am schnellsten, ne? Wenn ich einfach laufe und... Oder doch, nee, springen ist schon noch ein bisschen schneller. Ich galoppiere. Das sieht doch gut aus. So, dann torkeln wir mal weiter. Das wird jetzt hier abstürzen, nehme ich an. Nicht? Okay. Kann ich da drüber laufen hier, durch die, über diese Metallteile? So, da komme ich aber auch nirgendwo dran. Mir bleibt also echt nichts anderes übrig, als jetzt erstmal hier lang zu torkeln. Ich versuche die ganze Zeit alles Mögliche zu schieben und zu drücken, aber das funktioniert nichts. Ich kann also echt einfach nur hier lang. So, hier springe ich mal. Springe ist immer gut. Bevor man in irgendeinen Abgrund mal runtergeht. Das ist halt so wirklich dieses ganz typische Jump'n'Run-Gesetz. Dass alles, was irgendwie löchrig ist, da darf man im Prinzip nicht reingehen. So, hier springe ich einfach mal drüber. Ja, da wird auf jeden Fall bestimmt gleich diese Kiste runtergelassen. Ja, es war wahrscheinlich jetzt... Nein, das war doof, dass ich darüber gesprungen bin. Okay, ihr habt mich... Prost! Sehr appetitliche Bilder, zu denen ich hier Kaffee trinke. Aber dann haben wir es gleich. Da oben habe ich nämlich jetzt wieder schon meine geilen Tierfreunde gesehen. So, schnell, schnell, schnell. Schneller! Okay, ich muss also irgendwie dann nach links steuern in dem Moment, wo ich auf diesen Knopf drücke. Langsam, langsam, langsam. Das kriegst du hin. Zu früh gesprungen, vermute ich. Gibt noch nachträglich einen kleinen Fail-Knopf. Okay. Auf jeden Fall mit dem Warten, das war schon alles richtig. Oh, alter Schwede. Also der super Schutz ist diese Kiste zugegebenermaßen nicht. Okay. Also ich muss da drauf klettern. Und dann noch bevor die Kreissäge da ist. Yes, okay. Das war's. Wunderbar. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Meine Güte, ist das ein Stress hier. Wie weit geht denn die? Reicht mir das? Oh. Reicht. So, der Knopf wird nichts mehr bringen. Ja, dann würde ich sagen, zurück, ne? Komm ich da hoch? Sieht nicht so aus, als käme ich da hoch. Ja, diese Logik hier. So, das wackelt von alleine. Ich dachte, das mache ich mit meinem Gewicht. Ja, ein bisschen steuere ich das auch mit meinem Gewicht. Glaube ich. Oder es ist wieder nur so ein Gimmick. Ja, doch. Das kann man jetzt nicht verleugnen. Ja, dieses O, ich bin immer noch sauer auf das O von vorhin. Ah, es war zu spät. So, jetzt muss ich schon laufen.
es war wieder zu spät. So, aber gleich, das hätte ich schon springen können, locker. Und jetzt? Ah, auch diese Dinger, ne? Diese Griffe, die erkenne ich mittlerweile auch schon ganz gut. Ja, nur, dass ich da irgendwie... Reicht mir das schon? Ah, könnte reichen. Ah, ich glaube... Aber es ist schon eine knappe Angelegenheit, muss ich sagen. Also, das kommt da durchaus auf Millimeter an. Und ich würde immer noch sagen, so ein mega Gefühl, so wann der perfekte Absprungmoment ist und so, habe ich immer noch nicht. So, ah, endlich mal wieder eine Kiste hier. Was haben wir dahinter? Ja, kann natürlich sein, dass ich nochmal da hoch muss. War hier noch irgendwas? Oder was ich auch mal cool fände, wenn man jetzt wirklich die gesamte Welt wieder zurücklaufen könnte. Nee, hier ist nichts mehr. Hier kam ich doch her, hier habe ich doch alles abgegrast, ne? Finde ich nicht schlecht, wie weit man hier zurück kann. Das finde ich fast schon verdächtig. Aber hier sind weit und breit keine Schalter oder sonst was. Kann man hier noch irgendwas ziehen? Nö. Nee. Okay, sorry. Verlaufen. So. Ich will hier einmal so ein bisschen raus aus der Bredouille. Und dann haben wir es auch mal wieder geschafft hier für dieses Video. Und ich fürchte auch für heute. Mehr als 3 Videos am Tag kriege ich nicht hin. So, okay. Also, was machen wir mit dieser tollen Kiste? Schieben wir einfach mal hier drüber. Wir müssen die irgendwo drauf schieben. Da kommen wir nicht weiter, leider. Okay, warte. Das bringt natürlich auch... Nee. Ach, schade. Das ist aber echt schade jetzt. Nee, das ist schade. Sonst noch irgendwas, was uns helfen könnte? Da war auch nichts, Klausi. Aber hier könnte man echt wunderbar eine Kiste runterschieben. Ich habe halt keine Ahnung, ob da unten noch was ist, weil ich immer so denke, da ist wahrscheinlich Abgrund und da fällst du mal lieber nicht rein. Oh, das war ein Schalter, verstehe. Ich habe gerade auf die Alt-Taste gedrückt und damit diesen Aufzug hier betätigt. Ich kann also den auch so wieder runter. Das ist ja cool. Runtersetzen. Das ist auch wieder ein neues Element. Okay, das ist auch interessant. Das muss auch für irgendwas eine Bedeutung haben. Leute, ich hol mir... Ich hol mir die Kiste. Am liebsten würde ich die durchs ganze Level mitnehmen. Für irgendwas sind Kisten immer gut. Auch interessant. Bin ich doof. Auch nicht uninteressant, dass man... das Ding da schwingen kann. Wir lassen das mal noch höher. So, das reicht aber, weil ich will dann... Ach, guck mal, jetzt kann ich sogar auch abschalten. Ich dachte, man kann das nur hoch und runter machen. So, irgendwie so. Also, unfassbar schwingt das jetzt nicht, ne? Nehmen wir die erstmal mit. So,
Aber was passiert jetzt? Auch nichts Nennenswertes, ne? Boah, wehe, das ist hier wieder einfach... Das hat wieder keine Bedeutung hier. Dann kriege ich aber zu viel. Habe ich jetzt zufällig irgendwas aufgeschaltet, dadurch, dass ich die Kiste da hingelegt habe? Yes! Nein, doch nicht. Ich habe echt gerade gedacht, dass dieses Metall da... dass das weg wäre. So, gucken wir nochmal. Ja, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Aha. Ich mag Schalter. Soll ich da wohl mal hochklettern? Ich brauche also wieder die Kiste. Jetzt wird es langsam doch knifflig. Ich krieg das auf keinen Fall hin. Das ist auf keinen Fall drin. Also, ne, diese Klappe ist extra natürlich dafür da, um dafür zu sorgen, dass ich mit dieser Kiste da nicht so ohne weiteres hoch kann. Ob das was bringen wird? Brauche ich jetzt noch ein anderes Gewicht? Brauche ich noch was anderes? Ich guck nochmal eben. Nachher steht hier noch eine zweite Kiste rum, die ich nicht gesehen habe. Dann ärgere ich mich wieder schwarz. Oder, was ich auch mal probieren kann, das hat ja auch schon mal was gebracht. Nee, das wird nichts bringen. Dann fährt das Ding einfach wieder weg. Das hätte ich ja eben, war das letztes Video mit dem Wasser machen müssen. Den Schalter erst umlegen und dann wieder zurücklegen, damit das mit dem Wasserstau dann auch klappt. Das hatte ich nicht gerafft bei dem Mal. Weiß man ja auch vorher alles nicht so genau. Nee, also habe ich noch... Kann ich noch irgendwas anderes da drauf ziehen? Nee. Bringt das irgendwas, wenn ich das anschaukel und dann runterlasse? Ach so. Ja, so. So habe ich mir das gedacht. Bringt das was? Ja. Also eigentlich nicht, aber es sieht interessant aus. Doch, das könnte da oben funktionieren. Ja, ich glaube, das funktioniert auch. Mittlerweile kriege ich dann doch auch ein Gefühl. Na, nee, das reicht nicht. Doch, das reicht. Das reicht ja locker. Na also. Das bedeutet für mich schon mal den Daumen, würde ich sagen. Und bedeutet auch für mich, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen verschnaufen kann, weil ich jetzt hier wunderbar hochkomme und... Ach nee. Ich weiß schon. Ne, so Schalter muss man meistens zweimal betätigen. Schwing, 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 schwing dein Ding. Um mal Ape Crime zu zitieren, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wow, doch, es reicht. Richtig gut. Oh je. Ich bin immer noch nicht so richtig entspannt, muss ich sagen. Ich kann jetzt noch nicht aufhören. Wir nehmen mal einfach mal erst die Kiste hier. Ja, keine Ahnung. Warum habe ich zwei... Ah, ich weiß warum. Das wird jetzt leider nicht klappen. Flatsch, aber ich habe eine Theorie. Ja, das war leider der falsche. Das wird jetzt zeitlich eng. Ich hätte erst den linken öffnen müssen.
Nee, das reicht nicht. Ja, ist ja gut. Also, dann doch jetzt den. Ach, verdammt! Da geht auch die Kreissäge an. Ich hab gedacht, die würde nur rechts angehen. Ja, dann schnell. Ah, ja, so reicht es ja schon. Aber dann musst du auch hier drauf gehen. Boah, wird das knapp. Das reicht nicht. Leute. Ja, komm. Hau mich weg. Verspeis mich. Ah, ich hätte schwören können, dass diese Kreissäge nur bei dem rechten Knopf angeht. Ich glaube, ich muss mich einfach noch mehr beeilen. Dann geh mal auf da. Achso, genau, wir ziehen das mal. Genau, ziehen müsste noch schneller gehen. Boah, wird das knapp wieder. Das reicht nicht. Was mache ich denn jetzt? Ah, das reicht nicht. Verdammte Axt. Was kann man denn da machen? Kann hier natürlich direkt reinlaufen. Warte mal. Ich muss... Ja, genau. So, jetzt schnell. Nee, das war falsch rum. Ja, aber so in der Art. Komm. Ja, ist ja gut. So, jetzt brauchst du einen Plan, Klaus. Also, du musst die relativ schnell hintereinander drücken, die Knöpfe, aber du musst natürlich Zeit genug haben, das trotzdem da noch hinzuschieben. Also, wir nehmen erstmal den. 2, 3. Zack, jetzt den. 1, 2, 3 und... Ah, fast. Okay, 4 Sekunden. Ich brauche 4 Sekunden. Also, los geht's. Aber das fand ich ganz gut. 1 und 2 und 3 und 4 und... Ach Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das reicht jetzt auch nicht, aber so in die Richtung... Oh, bin ich gut. Das war zwar anders geplant, aber ich habe es geschafft und ich bin auf dem freien Feld, was für mich heißt, hier mache ich mal wieder Stopp. Ja, und ich bin sehr erleichtert, hat geklappt und abonniert die Lagune. Ihr merkt, wie toll es hier ist, ja, wie spannend es hier zugeht. Deswegen empfiehlt auch die Lagune weiter. Es lohnt sich für alle. Tschüss.